Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Oliver Schirmer. Schön, dass du ja wieder hier zurück bist auf meinem Kanal und dass du dieses Video eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema Content Recycling. Und Content Recycling ist wirklich ein richtig guter Weg, ja, um zum einen mehr Reichweite zu generieren, zum anderen aber auch, ja, spart es dir natürlich unheimlich viel Zeit. Auch ich habe immer wieder mal die Situation mit Teampartnern, dass Teampartner zu mir sagen, Mensch, diesen ganzen Content erstellen und so weiter, da habe ich nicht so viel Zeit für. Und wenn du dir am Anfang ja Gedanken über deinen Workflow machst, dann kannst du, ich sag mal, aus einem Content, den du erstellst, unendlich viel Content kreieren für, ja, im Prinzip deinen kompletten Social-Media-Auftritt, wenn du das so willst. Dazu musst du dir einfach zu Beginn mal Gedanken machen, ja, über deinen Workflow, beziehungsweise wie du das am besten machen kannst. Und dazu möchte ich dir jetzt gleich eine kleine Anleitung geben, einen kleinen Workflow, wie du ja mit einem Content, den du einmal erstellst, den vielfach verwenden kannst und dadurch auch deine Reichweite steigerst, ne? Also wichtig ist aber da dabei immer, dass du eine gute Vorgehensweise hast, also dass du eine überlegte Vorgehensweise hast, dass du eine gute Planung hast. Und das ist im Prinzip das Entscheidende, wenn du mit ja wenig Zeitaufwand, ja, ich sag mal, ja, viel Content dementsprechend erstellen willst. Als allererstes, ja, solltest du eine kleine Präsentation erstellen oder dir Stichpunkte, ja, zum Beispiel in einem Google-Dokument erstellen oder in einem Word-Dokument, dass du einfach weißt, okay, welche Inhalte möchtest du jetzt transportieren. Und dann machst du aus diesen Stichpunkten, ja, machst du, beziehungsweise aus der Präsentation, machst du dann im Prinzip ein Live-Webinar oder machst einen Livestream, ja, für deine Community, für deine Teampartner, wie auch immer, ja. Und dann kannst du aus der Präsentation raus, ja, ich sag mal, aus dem Live-Webinar raus, aus dem Livestream heraus, dann einzelne Sequenzen schneiden und kannst die zum Beispiel dann für ein Video auf YouTube und so weiter hochladen. Ja, du kannst die Aufzeichnung, ja, dann dementsprechend hochladen, ne? Also auf YouTube, Vimeo etc., auf andere Videoportale, ne? Also das, wie gesagt, entweder die komplette Aufzeichnung oder ich würde dir empfehlen, sogar zu schauen, okay, wenn du verschiedene Themenbereiche ansprichst oder verschiedene Tipps in deinem Livestream gibst, dass du dann einfach jeden Tipp kannst du ein einzelnes Video draus machen, ne? So, genau, dann hast du im Prinzip die Möglichkeit, das Webinar, den Livestream oder die einzelnen Videos, die kannst du im Prinzip transkribieren lassen. Und ich nutze dazu zum Beispiel Scribble.com, ja, das ist ein Tool, was ich selbst nutze. Muss aber auch gleich dazu sagen, du kommst um eine Nacharbeit nicht drum rum. Ja, ein Transkript ist nie fehlerfrei und wenn du es dann, ich sag mal, ordentlich haben willst, dann kannst du das, dann musst du das noch mal kurz nacharbeiten. Aber es ist natürlich was anderes, ob du einfach den Text noch mal liest und Fehler abänderst oder einen kleinen Satz umänderst, als wie wenn du noch mal komplett neu den Text dir quasi überlegen musst und schreiben musst. Und das kannst du im Prinzip als Gerüst für einen Post bzw. einen Blogbeitrag verwenden. Wenn du jetzt zum Beispiel in deinem Livestream oder in deinem Live-Webinar, was weiß ich, 10 Tipps zu einem bestimmten Thema hast, dann kannst du im Prinzip jeden Tipp einzeln als Post verwenden, ja, oder du kannst im Prinzip einen größeren Blogbeitrag erstellen, wie auch immer. Also du siehst, der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Das heißt, du hast jetzt schon ein Live-Webinar gemacht, ja, das hast du aufgezeichnet, hast daraus vielleicht 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene Videos produziert für YouTube und du hast ja nur einmal im Prinzip den Zeitaufwand für das Live-Webinar und dann natürlich eben das Schneiden und so weiter. Dann hast du daraus, ich sag mal, einen Blogbeitrag gemacht oder einzelne Posts für deinen Social-Media-Auftritt. Dann kannst du im Prinzip als nächstes die Audiospur dann der Videos nutzen, ja, der einzelnen Videos, um das als Podcast zu veröffentlichen oder halt dann dementsprechend den kompletten Livestream, hast einen weiteren Kanal, wo du zusätzlich Reichweite generierst. Also wir haben jetzt das Webinar, den Livestream, wir haben die Videos, YouTube, Vimeo etc., wo du Reichweite generieren kannst. Wir haben dann Blogbeitrag, Postings, Social Media etc. Und dann kannst du, wenn du einen Blogbeitrag
Blogbeitrag erstellt hast, kannst du zum Beispiel diesen Blogpost oder die Präsentation geht auch, ja, kannst du runterladen oder beziehungsweise dann im nächsten Schritt als PDF auf slideshare.net veröffentlichen. Und da habe ich vor kurzem mal wieder, weil ja, ich das eine ganze Zeit lang nicht gemacht habe, habe ich es mal hochgeladen und habe geguckt, ob das Ganze überhaupt noch so funktioniert, wie das vor, du siehst, ich habe das vor etlichen Jahren schon gemacht und vor 6 Jahren war das so, mittlerweile haben das 362 Leute hier gesehen, du siehst über 200 Leute. Natürlich kann man es auch nicht hochladen, dann sehen es halt 200 Leute weniger. Ja, und jetzt habe ich es vor 3 Wochen wieder begonnen und hatte dann ja, bereits hier 46 Views, hier 42, hier 38. Also du siehst auch hier einfach durch das, dass du, der Text ist ja sowieso schon erstellt und dann kannst du im Prinzip einfach den Text drucken, als PDF abspeichern und lädst das bei SlideShare hoch. Oder du nimmst einfach die Präsentation, die du erstellt hast und lädst die bei SlideShare hoch. Und wie gesagt, das waren dann in 6 Tagen, als ich diesen Artikel dann hier auch veröffentlicht habe, waren es 87 zusätzliche ja, Aufrufe. Ne? Also auch so kannst du dann deine Reichweite erhöhen. So, dann kannst du im Prinzip hergehen und kannst die Kernaussagen oder Fakten von dem Blogbeitrag als Inhalt für eine Infografik verwenden. Das heißt, dann erstellst du als nächstes eine Infografik. Diese kannst du dann zusätzlich auf deinen Blogbeitrag einbauen, was den Wert deines Blogbeitrags erhöht. Du kannst es dann aber auch in Social Media posten. Dann kannst du im nächsten Step, ja, alles, was du bisher erstellt hast, ne, auf ja, Social Media posten und zwar immer zeitversetzt. Das heißt, du postest zum Beispiel die Infografik montags auf Instagram, dann postest du die Infografik freitags auf Facebook und so weiter und so fort. Und so hast du dann ja ruckzuck, ich sag mal 20, 30, 40 Posts, die du auf den verschiedensten Social Media Kanälen dann zu unterschiedlichen Uhrzeiten und Tagen posten kannst, obwohl du die nur einmal erstellt hast. Ja. Was du nicht machen solltest, ist ja im Prinzip alle dann gleichzeitig überall veröffentlichen. Da würde ich dann eher hergehen und würde sagen, okay, jeden Tag woanders, ja, und quasi eine Art rollierendes System für dich dann dementsprechend entwickeln. Im nächsten Step kannst du dann aus den einzelnen Punkten aus dem Blogartikel, ja, neue Posts erstellen. Wenn du 10 Tipps für XYZ hast, ja, dann kannst du Montags Tipp 1, Dienstag Tipp 2, Mittwoch Tipp 3 und so weiter. Und dann kannst du last but not least mehrere Artikel, ja, wenn du mehrere Blogbeiträge erstellt hast, dann zu einem E-Book zusammenfassen. Und das E-Book kannst du dann als Leadmagnet verwenden, ja, als ja, ich sag mal, als Ergänzung zu einem Content, ja, als Content Upgrade, dass man sich das runterladen kann, kannst dadurch Leads generieren und kannst via E-Mail-Marketing natürlich dann wieder ja, mehr Menschen erreichen. Ja, du kannst auch mehrere Videos, mehrere Audios zu einem Trainingskurs zusammenfassen. All das ist denkbar. Und dann ist natürlich eins noch wichtig, ja, wenn du eine eigene E-Mail-Liste hast, beziehungsweise die aufbaust, dann promote ja deinen Content auch über deine E-Mail-Liste. Und so kannst du ja mit einem Content, den du einmal erstellt hast, nämlich deinen Live-Webinar, ja, oder deinen Livestream, kannst du ja x-beliebig viele Posts, Videos etc. machen, ja, und diese dann dementsprechend in den einzelnen Kanälen verteilen und dadurch deine Reichweite erhöhen. In diesem Sinne hoffe ich natürlich wieder, dass das Ganze für dich hilfreich war. Wenn dem so war, würde ich mich freuen, wenn du der Sache hier einen Daumen hoch gibst, ja, abonniere meinen Kanal, dass du ja keine Videos verpasst, drück die Glocke und teile das Ganze mit deinem Netzwerk und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und natürlich interessiert mich auch immer deine Meinung zum Thema und darüber würde ich mich dann auch freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt. Also, in diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute, maximalen Erfolg, viel Spaß und bis zum nächsten Video.